Mein Name ist Marco Maciano, ich bin 50 Jahre alt. Ich bin eigentlich ein Immobilienkaufmann aus Remscheid, habe aber meine Passion und meine Leidenschaft und mein Hobby entsprechend zum zweiten Standbein umfunktioniert und betreibe in Köln einen Barbershop. Der Barbershop hier ist mein Baby. Da habe ich natürlich viel Leidenschaft für. Ne? Ich komme auch jeden Tag rein und habe immer wieder eine neue fixe Idee. Und wenn die einmal da ist, dann sitze ich auch erstmal eine halbe Stunde irgendwo am Zeichenbrett und zeichne irgendwas. Ich wollte halt ein Refugium für Männer schaffen. Das heißt, ein Platz, wo sich Männer wohlfühlen und frei bewegen dürfen, ohne irgendwelche anderen Einflüsse und irgendwelche Verbote. Hier ist erlaubt, was gefällt. Und den frischen Haarschnitt und den Bartschnitt, den gibt es noch dazu. Ich bin Genießer und genießen zieht sich das ganze Leben durch. Ob das nun beim Essen, beim Rauchen, beim Haare schneiden. Ich genieße oder ich versuche jeden Tag zu genießen. Könnte jeder Tag der letzte sein. Pfeife rauchen ist Leidenschaft, Genuss. Ja, man muss die Pfeife halt genießen. Man darf es nicht einfach nur reinziehen. Man muss jeden Zug genießen. Wenn die Pfeife dann angemacht wird, die Leute gehen vorbei und sagen, oh, geil, oder die Jungs oder die Mädels, die vorbeigehen, geil wie früher zu Hause beim Papa, das ist schon schön. Autos sind mit Sicherheit auch Genuss, aber nicht jedes Auto ist ein Genuss. Von daher muss ein Auto für mich durchaus nach Benzin riechen, muss nicht schnell fahren, aber laut sein. Und für mich ist mein Auto Genuss, ja. Ich habe einen Pickup, Baujahr 1946, Ford, Modell schimpft sich Jailbar, ist nicht so häufig. Ja, Kfz-Mechaniker habe ich tatsächlich mal gelernt, wäre jetzt aber nicht mehr meine Berufung, aber Spaß an Autos habe ich nach wie vor und das Schrauben macht auch Spaß. Das ganze Leben, ja. Wie bei Forrest Gump, ist wie eine Pralinschachtel. Ne? Man muss sich jeden Tag neu überraschen lassen. Und es sind so viele gute Dinge, die auch passieren, neben den ganzen Beschissenen, die leider auch unterwegs sind. Und das muss man alles mitnehmen.